Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute geht es dann auch schon wieder weiter mit der Illich Major 2018 in Boston und zwar mit den Playoffs. Und bevor wir uns die Predicts dazu angucken, gucken wir uns noch die von der Gruppenphase an. Und zwar bin ich da jetzt eher nicht so gut gewesen. Ich war mit 4 Predicts lag ich daneben. So. SK Gaming war gut am Drücken, aber für 3 Wins hat es dann doch nicht gereicht. Astralis und Gambit sind raus, sie sind nicht weitergekommen. Was ich schade finde, weil also statt Astralis und Gambit sind der Mouseboard ist weitergekommen. Und Quantum Bellafire ist auch weitergekommen. Das ist was mich überhaupt am meisten aufregt. Ich meine, ich habe zwar nichts gegen das Team, aber die waren ja eigentlich schon draußen. Die sind ja jetzt nur mehr oder weniger weitergekommen, weil ja ein anderes Team ja gecheatet hat und disqualifiziert wurde, dadurch sind ja die dann doch weitergekommen und ich habe sie da schon rausgevotet, sind weitergekommen, dann habe ich sie hier rausgevotet, sie sind weitergekommen. Aber das Einzige, was mich halt mehr oder weniger tröstet, ist, dass ich da hier nicht der Einzige bin. Die meisten haben das Team unterschätzt. Aber egal. Gut, zu den Playoffs. Wir haben hier also Face spielt gegen Maus, Navi gegen Quantum Bellafire, G2 gegen Cloud und SK gegen Fnatic. Gut, wir fangen einfach mal oben an. Da Face gegen Mouseboards würde ich schon sagen, dass Face weiterkommt. Obwohl die mich eigentlich für das Lineup, was die haben, für die, was jetzt bei Face spielen, eher bis jetzt eigentlich enttäuscht haben. Was die für das Potenzial, was sie eigentlich haben. Haben sie eigentlich noch nicht gezeigt, meiner Meinung nach. Also sie können viel mehr. Dann Navi gegen Quantum Bellafire. Da würde ich jetzt sagen Navi. Ich meine, ich würde es jetzt denen sogar jetzt zutrauen, dass sie dann gegen Navi noch gewinnen und vielleicht noch das Major holen. Also, was ich zwar nicht hoffe. Weil das wäre dann echt ein Witz. Aber ich gehe hier mal aus, dass Navi das Ding machen wird. G2 gegen Cloud9, die haben schon mal gegeneinander gespielt. Jetzt in, ich weiß es nicht, ob das jetzt in der Gruppenphase oder in der Vorrunde war. Aber da hat G2 gewonnen. G2 hat bis jetzt noch alles gewonnen. Und G2 ist auch mein Favorite Team, somit sage ich G2 bis die Cloud9 noch einmal. SK gegen Fnatic. Fnatic spielt gut, das weiß ich, das habe ich auch schon gesagt in der Vorrunde. Die spielen auch besser als was ich geglaubt hätte, aber ob sie gegen SK eine Chance haben, ja, haben sie. Es ist eigentlich schwer zu sagen, aber ich sag mal, SK wird das trotzdem machen, weil wenn es wirklich dann drauf ankommt, drückt SK auf dies Verlass. So, Face gegen Navi wäre dann bis Halbfinale für die Qualifizierung. Da würde ich dann sagen, dass Face das dann auch macht und dann ins Halbfinale kommt. Und das ist jetzt wirklich G2 gegen SK, das ist ein Match, das hätte ich mir fürs Finale erhofft, weil das ist wirklich, nee, da, das ist wirklich Spannung pur. SK ist ein Team, das drückt wirklich unglaublich, aber G2 ist erstens mein Favorite Team und zweitens sind bis jetzt ungeschlagen, wir haben alles gewonnen. Und da sage ich einfach, dass, also da muss ich für G2 tippen, weil ich glaube an die, dass die SK schaffen. Ich meine, es ist wirklich eine 50-50 Chance und ich glaube, dass SK das vielleicht auch machen kann, aber wie gesagt, G2 ist einfach mein Favorite Team, somit müssen die das machen. Denen bleibt keine andere Wahl. Und FaZe Clan gegen G2, sage ich, spielen dann im Finale. Und da sage ich dann auch ebenfalls, dass G2 das machen wird. Weil, wie gesagt, mein Lieblingsteam. Und ich glaube an die. Die können das machen. Sie haben das Potenzial in der Tat, dass sie das gewinnen können. Nur es wird ein schwerer Weg. Und ich glaube an die. Ich glaube schon, dass sie das schaffen. Das Einzige, also wenn das Schlimmste, was passieren kann, ist Quantum Bellafire gewinnt gegen Navi und SK gewinnt gegen G2, dann spielt dann zum Beispiel, ab da geht dann einfach alles schon schief. Und dann könnte noch passieren, dass Quantum Bellafire gegen FaZe Clan gewinnt
und somit dann im Finale steht gegen SK, sage ich mal. Das wäre so dann das Schlimmste, was passieren könnte, weil dann wären genau zwei Tipps aufgegangen. Oder drei, in dem Fall. Dann wäre ich bei der Goldmedaille schon wieder vorbei. Und das wäre nicht so lustig. Aber so wie es hier steht, das sind meine Predicts, so glaube ich, wird das Ganze aussehen. Und so hoffe ich auch, dass das ausgehen wird. Und wenn G2 wirklich gewinnt, dann bin ich wirklich on fire, bin ich happy. Das könnt ihr mir glauben. Und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, es sind meine Predicts. Ich glaube, so wird das laufen. Ich gebe keine Garantie drauf. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ja okay, so wird das ausgehen und vertraut mir. Also ich glaube, so wird das ausgehen. Nicht, ich weiß. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht auch nicht wissen. Bevor ich jetzt mich noch fünfmal verlabere, beende ich das Video einfach gleich. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und wie immer könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnen wird, beziehungsweise wie ihr tippen würdet. Würde mich nämlich auch interessieren. Und ansonsten, über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und für alle Abonnenten auch die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.